Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ar-Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ich wollte heute mal ein kurzes Statement abgeben zu unserem Günter Grass oder Günter Grass. Er hat ja das Gedicht geschrieben oder beziehungsweise hat ja Israel kritisiert und dann hat sich die ganze Welt gegen ihn aufgebäumt sozusagen und er hat ein Einreiseverbot in Israel sogar bekommen, ja. Und was lernen wir daraus? Und ich möchte hier etwas klarstellen. Wir als Muslime, wir sollten unsere Umgebung immer sehr aufmerksam beobachten. Denn das ist etwas, was der Prophet a.s. auch immer gemacht hat. Und das ist auch ein Grund, warum Abu Bakr immer an seiner Seite war. Weil Abu Bakr war jemand, der die ganzen Stämme kannte und ihre Abstammung kannte. Und dadurch konnte der Prophet, dadurch, dass Abu Bakr ein riesengroßer Spezialist war in dieser Sache, das heißt, die Stämme in der arabischen Halbinsel zu kennen, ihre Abstammung und so weiter und ihre Lage, dadurch konnte der Prophet a.s. diese Leute immer direkt einschätzen. Der Prophet a.s. war auch oft seine Handhabe, wenn er jemanden gefragt hat, dass er ihn ganz am Anfang gefragt hat, wo er herkommt und was seine Religion ist. Zum Beispiel, als der Prophet aus Taif vertrieben wurde, hat er gefragt, und da kam ein christlicher Junge, der den Islam angenommen hat, namens Addas, hat ihn erstmal gefragt, was ist deine Religion und woher kommst du? Das heißt, der Prophet, der war immer sehr wach bezüglich dessen, was um ihn herum geschah. Ja, und das ist etwas, was heute, wovon heute beispielsweise Politiker auch profitieren. Ja, von seiner Handhabe, wie er mit der Welt umgegangen ist. Dass er ein aufmerksamer Mensch war, der auf alles vorbereitet war. Und was können wir aus dieser Geschichte lernen, dass ein Günter Grass so kritisiert wird, so platt gemacht wird, weil er Israel kritisiert? Erstens muss man sagen, dass dieser Mann ein Mann ist, der Persönlichkeit besitzt, was heutzutage leider viele Muslime nicht haben. Viele Muslime heutzutage sind durch die Fehlerziehung in den Moscheen zu Opfern erzogen worden. Das Opfersein beginnt in deinem Kopf, indem du dich mit deiner Lage abfindest. Der Prophet Musa, der ist 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt und kam nie in das sogenannte gelobte Land an, in Palästina. Warum? Viele Gelehrte sagen, das liegt daran, weil diese Leute, die mit ihm waren, Diener waren. Sie waren Leute, die sich mit ihrer Lage abgefunden haben. Und hier fängt das Problem an. Wir müssen aufhören mit diesem, wir sind schwach und wir können nicht und wir haben nicht. Wir müssen diesen Schrott aus unserem Vokabular entfernen. Entferne das aus deinem Vokabular. Wir sind schwach, wir können nicht, es ist alles so schwer. Ach, die Probleme sehen wir nur, wenn wir das Ziel aus den Augen verloren haben. Die haben Probleme mit uns. Das ist es. Vergiss es. Und hier kommt jemand, ein Günter Grass, ein Mann, der über 70 Jahre alt ist, und dem ist das sowas von egal, der sagt, das ist meine Position, das ist meine Meinung, und da stehe ich zu, dann mache ich weiter so, das interessiert mich nicht. Dann muss man dem Mann ein Kompliment machen. Ja, die werden natürlich jetzt wahrscheinlich sagen, Islamisten unterstützen ihn und so weiter und so fort. Ja, ich denke nicht, dass er uns unterstützen wird in vielen Positionen, die wir vertreten. Aber trotz alledem muss man einfach Respekt haben zu diesem Standpunkt. Und deswegen, wenn er seine Meinung verteidigt, und seine Meinung kann richtig sein und fehlerhaft sein, obwohl ich das, was ich gehört habe von dem, was er gesagt hat über Israel, obwohl ich dem zustimmen würde, natürlich. Wie kann überhaupt ein logisch denkender Mensch den Anspruch erheben oder bei anderen Menschen den Anspruch erheben, dass man ja Israel eigentlich gar nicht kritisieren dürfte? Was für eine Welt sind wir eigentlich? Und daran sieht man, wie du mit was für einer Meinungsfreiheit wir es zu tun haben. Natürlich, was ist das für ein Staat? Die angebliche Vorzeigedemokratie, wo die Palästinenser unterdrückt werden vom Allerfeinsten. Ja, es ist unglaublich.
Ja, und wie kann es sein, dass so ein Günter Grass seine Position zum Preis gibt oder seine Position vertritt und wir als Muslime, ja, wir sind nicht mal bereit, das Wort Allahs zu verteidigen und zu sagen, wisst ihr was, das ist die Wahrheit, was im Koran steht, ist die Wahrheit, was in der Sunna steht, ist die Wahrheit. Und es ist mir sowas von egal, ob ihr mich gut findet oder schlecht findet, ja, das ist die Wahrheit. Ja. Nee, bei uns ist das so, oh, wie kann denn der Mensch aus dem Westen, dieser Halbgott, so sehen ihn einige, weil die haben ja die Kaffeemaschine erfunden, wie kann er denn nur diese oder jene Position schlecht finden? Dann kann der Fehler ja unmöglich an dem Europäer liegen, weil der Europäer, der ist ja zivilisiert, der hat ja sogar, die haben ja sogar saubere Straßen, ja, und die haben ja sogar in der Toilette, haben die guten, die Toiletten gut eingerichtet, dass man gut abziehen kann. Kann ja nicht sein, dass der falsch liegt. Das heißt, wenn dem, was im Islam nicht gefällt, dann versucht man den Islam zu vertreten, dann versucht man Positionen aufzugeben vom Islam. Das sind Zeichen von schwachen Persönlichkeiten. Und deswegen, die sagen zu den Muslimen immer, ja, die Leute, die den Islam annehmen, die sind schwache Persönlichkeiten. Die Leute, die den Islam annehmen, das sind starke Persönlichkeiten. Das sind Persönlichkeiten, die sagen, das ist die Wahrheit und wir stehen dazu. Und da ist es uns sowas von egal. Das sind keine Mitläufer, die mit dem Strom mitlaufen. Das sind Leute, die sagen, das ist die Wahrheit und interessiert mich gar nicht, ob sich die ganze Welt gegen mich versammelt und meine Eltern und meine Schule und mein Arbeitgeber und mein dieses und mein jenes und ob ich anecke oder nicht, ist mir egal. Wir schwimmen gegen den Strom, koste es, was es wolle, weil das die Wahrheit ist. Ja? Und das müssen sich einige Muslime merken, denn alles andere ist ein Zeichen von Heuchelei, dass man den Feinden Allahs gefallen will. Ja? Und das sollte man sich als Vorbild nehmen, wenn ein Günter Grass oder Günter Grass, wenn der bereit ist, ja, weiterzumachen, zu seiner Position zu stehen. Wie ist es dann erst mit uns, wo wir wissen, dass Allah uns hilft, wenn wir seine Religion verteidigen? Wir verteidigen die Religion nicht, indem wir die Religion verändern oder verschweigen oder Angst haben, diese Religion zu präsentieren. Der Islam ist schön. Alles am Islam ist schön. Wenn jemand den Islam nicht schön findet, dann liegt der Fehler nicht beim Islam, sondern liegt der Fehler an dieser Person, weil sie einen schlechten Geschmack hat. Punkt. Und deswegen zeigen wir alles am Islam, was es gibt. Und wir nehmen keine Rücksicht darauf, ob oder es interessiert uns überhaupt nicht, ob der eine oder andere uns dann sich gegen uns auflehnt, eine Bürgerbewegung gründet, von mir aus eine Demonstration macht. Die können von uns aus Demonstrationen machen mit 50 Millionen Menschen, die vor unserer Tür stehen. Dann beschmeißen wir mit faulen Eiern und mit alten Tomaten beschmeißen wir die und sagen, den geht nach Hause, ihr seid alle falsch. Und selbst wenn wir mit zwei Mann dort stehen oder alleine. Ja, so muss man die Einstellung haben. Egal, wir sind auf dem Weg Allahs. Jetzt die andere Sache ist, was wirklich verwunderlich ist, wie die Juden oder die Zionisten es geschafft haben, dass es völlig unmöglich fast geworden ist, sie zu kritisieren. Das ist sagenhaft. Ist das nicht lobenswert? Natürlich, nicht das, was die Zionisten machen, ist lobenswert. Aber ich rede jetzt von der Leistung, die geschafft haben, wie die das geschafft haben. Aber wie haben die das geschafft? Wie haben die es geschafft? Ganz einfach, weil die bereit sind, für ihre faulen, schlechten Ziele einzustehen und diese mit aller Kraft zu verteidigen. Und wenn einer nur Mucks macht, Pieps macht, dann geben sie ihm direkt eine Einreisesperre in das Land und versuchen ihn von überall zu kritisieren. Dann wird gesagt, ja, die Juden oder die Zionisten, die haben die Medien in der Hand. Und dann sagt man, aber wie regelt, ja, die haben die Medien in der Hand, was sollen wir machen? Ja, die haben die Medien in der Hand, was machen wir denn jetzt, ja? Dann müssen wir selber Medien in die Hand nehmen. Immer diese Hilflosigkeit. Dann müssen wir selber Medien in die Hand nehmen. Gibt es da ein Problem bei? Ran! Dann müssen wir selber was gründen. Hier, schaut mal, beispielsweise in Ägypten. Da haben Muslime drei Fernsehsender aufgemacht. Da hat die Dauer so eingeschlagen wie noch nie. Zeitungen,
Fernsehsender, Radiosender, Internetseiten, Dauerprogramme, Flyerprogramme, alles drum und dran. Wir müssen uns bemühen. So wie, und das muss auch unser Ziel sein, so wie die Zionisten es geschafft haben, die Kritik an Israel abzuwürgen, so müssen wir es schaffen, dass keiner mehr den Mund aufmachen kann gegen den Islam. Ja? Wenn irgendwo jemand Pieps macht, wenn irgendjemand den Islam kritisiert, ja, sofort Einreisesperren alle islamischen Länder, sofort Embargo oder was auch immer. So muss das sein. Wie gesagt, Bruder, ich wollte nur, dass wir eine redende Regel daraus ziehen. Und merkt euch eins, Allah sagt im Koran, das ist unsere Pflicht, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Deswegen, lasst uns gemeinsam standhaft sein mit der Erlaubnis Allahs. Wallah, mach uns standhaft.